Die globale wirtschaftliche Lage ist so schlecht wie seit Anfang 2017 nicht mehr, ermittelte das IFO-Institut. Jetzt kommt zu den üblichen Problemen noch politisches Chaos in Italien dazu. Der Euro schon bei 1,11, die Aktienmärkte tiefrot. Was bedeuten diese ganzen Krisen jetzt kurz-, aber auch mittelfristig für die europäischen Kapitalmärkte? Fragen wir Robert Halver von der Baader Bank. Schönen guten Tag, Herr Halver. Ich grüße Sie. Ja, das IFO-Institut hat es ermittelt und mehr als 1200 Befragte können nicht irren. Das Weltwirtschaftsklima verschlechtert sich in allen Regionen. Und die globale Lage ist so schlecht wie seit 2017 nicht. Die Erwartungen gleich noch mit gesunken. Welthandel ist das eine. Darauf hat man sich ja peu à peu eingestellt. Aber auch der private Konsum schwächelt mehr und mehr. Die kritische oder pessimistische Haltung dieser 1200 Befragten, teilen das die Kapitalmarktakteure aktuell auch? Sie teilen es schon. Sie haben aber durch eine zweifache Sichtweise. Das erste ist, dass der fundamentale Unterbau, er bricht schon sehr massiv weg. Mhm. Wenn selbst in Deutschland der Konsum, der ja sowas von beinhart war, so stabil war, so robust, wenn man da jetzt auch vorsichtiger wird. Ja, Sie haben übrigens vergessen, noch die Klimaschutzdebatte anzusprechen, die auf der einen Seite natürlich sinnvoll ist, auf der anderen Seite aber auch nicht so weit gehen sollte, dass man über Deindustrialisierung spricht. Ja, auch das tut natürlich den Wirtschaftsakteuren weh, die investieren da nämlich nicht gerne in Ländern, wo man meint, man müsste gut menschenhafter sein als die Gutmenschen, auch das noch zu sagt. Auf der anderen Seite aber für die Finanzmärkte heißt das natürlich, okay, ja, das ist nicht schön. Damit haben wir ein Riesenproblem. Aber irgendwo bin ich ja gezwungen, mit dem Anlagegeld irgendwas zu machen. Und das ist immer, das reden wir seit Jahren drüber. Also ich weiß, es ist absolut fast schon kotzelangweilig. Aber was mache ich mit dem Geld? Ich kann eben nicht so viel Geld im Anleihebereich parken, weil ich keine Zinsen bekomme. Wir haben sogar heute ein neues All-Time-Low bei der 10-jährigen deutschen Staatsanleiherendite. Also das heißt, ein gewisses Maß in die Aktienmärkte muss ich schon nach wie vor haben. Und das hält den Aktienmarkt einigermaßen über Wasser. Ansonsten hätten wir sicherlich eine ganz andere, viel fatalere Sichtweise auf den deutschen Aktienmarkt. Und vielleicht das auch noch, naja, ein bisschen hofft man natürlich bei so viel Grauen des Nebels. Irgendwann kommt der Wind, der alles wegpustet und wo ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht. Aber da müssen wir drauf warten, denn Donald Trump hat es ja nochmal gesagt am Wochenende, er möchte eventuell im September auch kein neues Handelsgespräch mit den Chinesen führen. Das zieht der gute Donald jetzt durch bis wahrscheinlich November 2020. Also Wahlen als Mittel zum Zweck. Nichtsdestotrotz an den Handelsstreit mussten wir uns jetzt gewöhnen, weil immer so die Wurst vor der Nase zappelte als Lösung, aber niemals kam. Jetzt verschärft sich das Ganze. Wird der Handelsstreit zu einem ja auch gefährlichen Währungsstreit zwischen den beiden großen Volkswirtschaften? Mit welchen Folgen für den ganzen Rest drumherum? Das Bild ist schön. Die Wurst zappelte jetzt und jetzt werden wir gezwungen, zum Vegetarier zu werden. Ja, das stimmt. Also ja, und jetzt haben wir die nächste Abteilung eben auch. Wenn China jetzt seine Währung etwas schwächer macht, sind wir ehrlich, ja, das ist ja kein Zufall, dann wird jede andere Nation, die Schwellenländer auch sagen, dann machen wir auch ein bisschen billiger. Und da sagt Trump, wow, die machen Währungsmanipulation, also wird der Druck auf die Fed noch größer. Die ist durch genau schauen muss, was macht die US-Konjunktur auch, wird die auch mit Handelsstreit dann doch ein bisschen schlechter, auch von der Voreinschätzung, von der Einschätzung, dann muss sie auch was machen und die EZB wird sowieso was machen. Das heißt, ja, wir haben, da kann es nennen, wie man will, sag mal, Währungsabwertungswettlauf. Klar ist aber, niemand auf dieser Welt möchte eine starke Währung haben. Ja, und sie achten alle darauf auf Schwäche. Das heißt aber nur, dass noch mehr Liquidität in den Märkten gepumpt wird, die Renditen, die Zinsen noch weiter fallen und damit der Aktienmarkt zumindest dann im Brot-und-Butter-Geschäft immer noch brillieren kann. Aber es gibt ja auch 50 Shades of Grey. Ne? Mhm. Man kann ja seine Währung ein Stück weit abwerten und wir haben in der Eurozone lange davon profitiert. Aber nichtsdestotrotz, eine schwache Währung heißt auch Vertrauensverlust. Und das ist ja ein gefährlicher Kreislauf. Gut, aber dann müsste man sagen, wenn die Marsianer die Erde beobachten, dann würden sie sagen, okay, ich habe gar kein Vertrauen mehr in keine Währung mehr, weil alle nur noch schwache Währungen wollen. Das ist heute nicht mehr das große Problem. Eine Währungsschwäche war früher katastrophal. Man bekam kein Geld von ausländischen Investoren. Mhm. Heute sagt man, das übernehmen doch die Notenbanken. Ich brauche doch gar keine Investoren mehr. Die Notenbanken kaufen noch weiter auf. Und das wird doch die Zukunft sein, dass wir zum Beispiel unter Madame Lagarde auch weitere Aufkäufe in der Eurozone sehen werden. Also ich bin nicht mehr auf angewiesen
Auslandskapital in Amerika zu schaffen. Das große Problem der Amerikaner war ja früher immer, wir verschulden uns so elendig, wir brauchen Auslandskapital. Also muss zumindest der Dollar stark sein, damit man auf der Währungsgewinnebene auch weiter vorne ist. Muss kein Mensch mehr machen, die Notenbank übernehmen alles. Also von daher sind alle schwach. Oder anders ausgedrückt, wenn alle im Schmuddelanzug auftreten, warum muss ich dann oder Sie dann, müssen wir dann im Sonntagsanzug auftreten mit Stabilität? Muss man nicht mehr heutzutage. Die Welt ist in der Beziehung kaputt. Nächstes Problem, Italien. Neuwahlen stehen möglicherweise an. Da muss Europa schon mal aufhorchen. Italien ist wieder in der politischen Krise. Die wirtschaftliche Krise war ohnehin nicht vorbei. Was bedeutet das nicht nur kurzfristig betrachtet für Europa und damit für die europäischen Kapitalmärkte? Wenn Herr Salvini Neuwahlen anstrebt, wenn er die bekommt und Ministerpräsident wird, wird man natürlich viel mehr Druck Richtung Brüssel aussenden. Und dieses Beispiel wird er Schule machen. Und ich fürchte, dass man mehr Schulden macht, allerdings keine Schulden im positiven Sinne, sondern Schulden für wahlpopulistischen Schnickschnack. Also wenn man Schulden macht für was Ordentliches, sage ich überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil. Aber hier besteht die große Gefahr, dass durch Druck ausgeübt wird und dann diese Stabilitätsunion eigentlich immer mehr ausgehöhlt wird. Denn Italien wird dann eine Allianz mit anderen Ländern bilden. Also wir haben dann die Euro-Süd-Zone noch mehr im Vergleich zu den Stabilitätsländern. Und das Ganze gekrönt von einer Kaiserin, Madame Lagarde, die natürlich die Staatsfinanzierung dann munter durchwinken wird. Aber Schulden zu machen, könnte man ja in Europa tatsächlich neu überdenken, wenn es darum geht, Investitionen zu tätigen. Und vor allem in Südeuropa damit die Wirtschaft weiter anzukurbeln. Viele Ökonomen fordern das ja auch, zum Beispiel vom IB. Aber was ist denn daran so schlecht? Gar nichts. Ich finde das sogar gut. Warum sollte man nicht gute Schulden, wir haben es schon auch öfter diskutiert, eingehen, auch in massivem Umfang, wenn man dafür 1:1, kein Schnickschnack, ganz wichtig, kein Schnickschnack, 1:1 in der Infrastruktur, Netzausbau, 5G auf Vordermann bringen und damit den Standort attraktiv macht. Was ich immer so gerne sage, jemand, der ein Haus kauft, in guter Lage und dafür auch einen Kredit aufnimmt, das sind gute Schulden. Also aber keine Schulden für irgendwelche Fantastereien, für irgendwelche Freizeitaktivitäten, die sollte man dann nicht aufnehmen. Und wenn man das zulässt, wäre es gut. Muss ja eins sehen, wir sind ja im Wettkampf mit China und USA. Die machen sehr viele Schulden, aber eben gute Schulden im Sinne, dass man die Infrastruktur auf Vordermann bringt, dass man die Steuern senkt, dass man die Zukunft gewinnen möchte. Und wenn wir auch in Deutschland meinen, wir müssen uns kaputt sparen, wenn man also diese Schwarznull vorträgt wie eine heilige Monstranz, dann ist das dumm. Und wenn man sich vor Augen führt, wer jetzt heute 10-jährige deutsche Staatspapiere ausgibt, sich damit verschuldet, muss in 10 Jahren nach Inflation nur 90 Cent zurückzahlen. Das sind Geschäftsschulden zu machen. Also verschuldet euch in Berlin eben auch und macht endlich mal was für den Standort, damit die Straßen in Ordnung kommen, die Schulen in Ordnung kommen und wir die Zukunft gewinnen. Denn Vorsprung durch Technik war immer unsere Stärke, nicht Rückschritt durch Deindustrialisierung. Okay. Robert Halver, vielen Dank. Bitte sehr. Ja, Aktienmärkte tiefrot und die Renditen Bundesanleihen bis auf 30 Jahre. Naja, reden wir über was anderes. Zu den obligatorischen Themen, die uns schon lange, lange Zeit beschäftigen, kommt ein neues, altes Italien-Thema mit dazu. Neuwahlen könnten im Raum stehen und damit auch wieder die Frage der Verschuldung von Italien, der Verschuldung von der Eurozone und der Stabilität der Eurozone. Kein Wunder, die Aktienmärkte ebenfalls tief im Keller.